Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr selber Perlen gestalten könnt, und zwar aus Fimo. Ich persönlich benutze sie, um sie an meinen Dreads zu tragen. Ansonsten gibt es aber auch eine Methode, um die für Armbänder geeignet zu machen. Fimo kann man in solchen Packungen kaufen und das ist natürlich der Hauptbestandteil, den ihr für diese Perlen braucht. Außerdem Zahnstocher und Alufolie braucht ihr. Außerdem braucht ihr einen Ofen, ein Backblech, Backpapier und eine Tasse, auf die ein Zahnstocher drauf passt, also dass der Zahnstocher nicht runterfällt. Außerdem ist auf jeden Fall eine Unterlage notwendig, die zum Beispiel nicht fusselig ist. Ich habe da einfach so einen Pappkarton genommen und den mit Alufolie umwickelt, sodass ich den gut benutzen kann. So, dann wählt ihr euch jetzt eure Fimo-Farbe aus. Ich werde jetzt mal Rot benutzen. Ich habe die schon mal verwendet, deswegen sind die in Alufolie eingepackt. So sieht das aus. Und davon nehmt ihr euch jetzt einfach mal so ein Stückchen. Und das müsst ihr jetzt erstmal weich kneten. So, jetzt werde ich das Stück erstmal zwischen den Händen rollen, dass da so eine Art Wurst entsteht. Und um die feiner zu machen, rolle ich die jetzt nochmal auf meiner Unterlage. Aber vorsichtig, dass das nicht an ein paar Stellen so dünn wird, dass es auseinanderbricht. Da soll jetzt auch ein gleichmäßiges Bild entstehen. Also die sollte an allen Stellen gleich dick sein. So, die Schlange ist jetzt relativ dünn. Nicht zu dünn, sonst zerbricht sie. Und schön gleichmäßig. Ich werde das jetzt erstmal in zwei Teile teilen. Ein kleineres und ein größeres, um einen Schmuck für meine Dreads zu machen und eine Perle für Armbänder zum Beispiel. Ich werde jetzt erstmal die kleine machen. Dann nehme ich meinen Zahnstocher und wickel einfach dieses Fimo, was ich gerade ausgerollt habe, so um diesen Zahnstocher herum. So, das ist jetzt eine ziemlich lange Perle. Wenn ihr die natürlich kürzer haben wollt, dann nehmt einfach ein kleineres Stück an Fimo, sodass es dann eben kürzer ist. Ihr könnt es natürlich auch zum Beispiel einfach in zwei Perlen einteilen. So, dann ist es eigentlich schon soweit fertig. Das liegt jetzt zur Seite. Und für meine Dreadperle könnt ihr euch auch einfach ein bisschen Alufolie nehmen und die zu so einer Schlange machen, also dass es quasi hier so dick ist. Und dann hier eure Fimo-Masse herumzuwickeln. Da habt ihr dann ein gutes Maß für eure Haare. Wenn wir das in den Backofen tun, ist es dann einfacher, wenn man eine Alufolie in der Mitte hat. So. Wichtig ist, dass ihr auch nochmal diese Schlangenlinien aneinander drückt, damit die dann später nicht einfach auseinander gehen. Also ihr könnt da einfach nochmal mit den Fingern ein bisschen drüber gehen und sie zusammendrücken. So, wenn ihr jetzt eure Perlen fertig gemacht habt, also einmal hier die dicke und einmal die dünne, dann kommt der nächste Schritt, in den Backofen tun zum Aushärten. Ihr könnt Fimo-Perlen natürlich auch ganz einfach anders machen, indem ihr ein Stück Fimo nehmt und es zu einer Kugel formt. In den Händen oder auf der Unterlage, je nachdem, wie ihr das besser hinbekommt. So. Entweder rund oder oval oder wie ihr das möchtet. Und was mir aufgefallen ist, wenn ihr davor eine andere Farbe benutzt habt und die an den Händen klebt,
dann ergeben sich solche Muster auf der neuen Farbe. Also, wenn ihr einfarbige haben wollt, dann auf jeden Fall aufpassen, dass ihr eure Hände dazwischen wascht, weil ansonsten sich die Farbe überträgt. So, und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir stecken da unseren Zahnstocher durch. Und zwar ganz vorsichtig. Ich drehe den immer so in die eine und in die andere Richtung. So einmal durch. Und damit es auf der einen Seite nicht so hässlich aussieht, stechen wir von der anderen Seite auch nochmal durch. So, und den Zahnstocher lasst ihr jetzt drinnen, weil ich euch nämlich später zeige, was es dann für einen Trick gibt, um die gut im Backofen unterzubringen. So, ich mache das gleiche jetzt einfach nochmal mit einer anderen Farbe, mit Hellblau. Und wie ihr sehen könnt, ist mein Fimo schon ziemlich bröckelig. Was daran liegt, dass das schon ziemlich alt ist. Das heißt, wenn ihr euch Fimo kauft, dann solltet ihr auf jeden Fall nach dem Öffnen der Packung euer Fimo schnell weiterverwenden, weil das mit der Zeit nämlich alt werden kann und dann schwerer zu verarbeiten ist bzw. irgendwann unbrauchbar sein kann. Und wenn euch das passiert, dass es so hart wird, dann müsst ihr es halt einfach eine Weile kneten in warmen Händen. Dann wird es wieder formbar. Und deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr eine Farbe nicht ganz aufbraucht, dann auf jeden Fall möglichst luftdicht verschließen. Ich habe das mit Alufolie gemacht, das hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht könnt ihr es ja mal mit Frischhaltefolie oder sowas versuchen. So, ich mache da jetzt auch noch eine Kugel drauf. Aber diesmal möchte ich sie oval haben. Länglich und manchmal hat man dann hier so komische Strukturen drauf. Das möchte ich nicht, deswegen versuche ich das mal auszufüllen. Und deswegen braucht ihr eben auch eine glatte Unterlage, weil wenn man es rollt, von Textilien zum Beispiel die Fasern dran kleben bleiben, dann habt ihr das halt in eurer Perle drin und das möchte man ja nicht unbedingt. So, jetzt könnte ich entweder so durchstechen oder ich steche halt so durch. So mache ich das jetzt. Auch wieder vorsichtig ein bisschen drehen. Und dann nochmal von der anderen Seite reinstechen. So. Und jetzt ist auch diese Perle fertig für den Backofen. So, ihr stellt euren Ofen jetzt auf 110 Grad ein. Wichtig ist, auf keinen Fall darf der Ofen über 130 Grad heiß werden. Außerdem dann auf Umluft. Eure Perlen bleiben da jetzt für 30 Minuten drin. Und erst nachdem sie ausgekühlt sind, sind sie auch wirklich fertig, ausgehärtet. Und ihr braucht etwas, wo ihr eure Zahnstocher drauflegen könnt. Ich habe hier jetzt so einen Becher genommen aus Ton. Ich weiß nicht, ob der Ofen fest ist, aber ich habe es schon mal mit einer Tasse ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert. Bei euren dickeren Perlen, die um die Alufolie drum gewickelt sind, da braucht ihr nichts zusätzlich, das reicht mit der Alufolie. So, ich habe jetzt auf das Blech mal Backpapier drauf gemacht. Eure Alufolie mit den größeren Perlen könnt ihr da einfach drauflegen. Ihr solltet nur darauf achten, dass es nicht den Boden des Blechs bzw. des Backpapiers berührt, weil sonst die Struktur des Backpapiers dran wäre. Und dann stelle ich einfach noch den Becher mit meinen anderen Perlen drauf. Und ihr solltet nebenbei auf keinen Fall irgendwelches Essen in den Ofen schieben und danach den Ofen auf jeden Fall auch erstmal auslüften, weil das ziemlich stinkt, muss man sagen. Also wenn ihr an dem Tag sowieso einen Kuchen backen wollt, dann würde ich euch empfehlen, die Perlen auf einen anderen Tag zu verschieben,
Und der Backofen muss jetzt erstmal vorheizen, bevor ich meine Sachen da reinschieben kann. Ich habe mich jetzt doch entschieden, eine normale Tasse zu nehmen und nicht dieses Tongefäß von vorhin, weil, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es das aushält. So, ich habe jetzt meine Sachen im Ofen drin. Für 30 Minuten. So, also meine Sachen waren jetzt ausreichend lang im Backofen. Ich habe es außersehen etwas länger drin gelassen. Ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert ist und die so geworden sind, wie sie sein sollen. Von der Farbe sieht es schon mal ganz gut aus. Die Farbe verändert sich nämlich auch teilweise nach dem Backen. So sehen jetzt die anderen Teile aus. Ich werde jetzt mal versuchen, runter machen und hier natürlich genauso die Perle runterziehen und dann ist sie schon fertig für die Haare. So, wie schon gesagt, dadurch, dass ich sie etwas länger drin gelassen habe, aus Versehen muss man sagen, sind die etwas dunkler geworden, die normalerweise. Also blau ist im Normalfall so wie das hier und das ist jetzt ziemlich dunkel. Und wenn man das mal im Vergleich zu der normalen Farbe sieht, ist das dann schon ein krasser Unterschied. Aber wenn man die eben 30 Minuten drin lässt, so wie man es machen soll, dann bleibt die Farbe zumindest grob erhalten. Es gibt aber immer ein bisschen Veränderungen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die auf meine Quad drauf stecke. So. Und eine neue Perle für mich. Die anderen mit den dünnen Löchern kann man, wie gesagt, einfach auf ein Armband drauf fädeln. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss.